der virtuellen Sportunterhaltung, was auch immer. Wir sind hier in der Weideburg Arena und Koto hat mir gerade schon erzählt, dass Marinus nach einem über halbstündigen Part kaputtgeschlagen hat. Oh, hier kommt ein Event. Oh, hey, du hast den Orden schon? Was habe ich dir gesagt? Herr Marinus, also ich meine, der Meister hat es echt drauf, oder? Was soll der Tumult? Ach, ihr beide seid es. Hallo, Meister. Hör mal, Junge, ich kenne deinen Vater, das stimmt schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zur Stärke gelangen, ohne bei mir in Lehre zu gehen. Ist doch egal, du bist jetzt mein Meister. Aber reden wir nicht weiter darüber. Es gibt nämlich Ärger. So ein Typ von Team Galactic treibt sich an der Pokémon-Warte herum. Er hat irgendwas von einer Bombe gefaselt. Was? Niemand sabotiert Weideburg. Nicht, solange ich es verhindern kann. Hey Meister, so warte doch. Ja, unser Team ist ein bisschen angeschlagen, wollte ich jetzt gerade noch weiter sagen. Deswegen gehen wir uns erstmal ins Pokémon Center, nachdem wir die Bären hier unten geholt haben. Persimbeere. War auch für irgendwas gut. Marabeere. Das, glaube ich, ist nur eine für Pokeriegel. Ich glaube, Persim war gegen Verwirrung. Außerdem, ich glaube, wir müssen hier mal Neo wieder nach vorne setzen. Der hat mittlerweile mehr als genug. Also, Bendigo hat mittlerweile mehr als genug Training. Von Neo, die zwei müssen jetzt mal ein bisschen trainiert werden. Wieso ich ihn von dieser Seite habe? Hey, hast du keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Gerade angesprochen, du Idiot. Also, wo ist denn dieser Typ? Puh, das war ganz schön laut. Du da, was in aller Welt sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt eine sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Dann ging sie los. Das klang dann etwa so. Kavom! Ach gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weiter geplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske voll daneben aus. Dem Großmord darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht. Und lasst bloß niemanden anderen herein. Falls da drinnen noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey Lucius, folge diesem komischen Galaktiktypen. Ich bleibe hier, wie der Meister es befahl, damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Ja, das machen wir jetzt auch. Was soll denn das? Renn mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Und komm nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Wie ich dir folgen werde. Sonst nichts zu tun gerade. Wir benötigen die Energie im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftlicher Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Na ja, gut, dann renn halt weiter. Bis dir die Puste ausgeht. Hallo. Aber Junge, Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Diesen Brummer gibt's eigentlich nichts, was wir nicht in die Luft jagen könnten. Was die wohl damit vorhaben?
Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als Kleister und ich wäre es satt, immer von dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen. Ja, wer kommt denn da schon wieder? Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich eilte sofort herbei, als ich hörte, dass das verdächtige Etwas des Team Galactic in Beideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war also eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmaß, sagst du, und du verfolgst einen Mann, der... Das ist total aufregend. Ein Mann mit einem Topfschild, also. Es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung trug er auch. Das war aber wohl wirklich Team Galactic. Nein, Lebel, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, sage ich. Ach, Lebel. Das ist so ein toller Charakter eigentlich. Oh, du schon wieder. Ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier und stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötige ich deine Mithilfe. Suche das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Ach, was. Ja, zum Glück können wir hier hinterherlaufen. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd redet. Wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Wenn wir dieses Ding einsetzen... Ah, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend und hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Ja. Gut, dann renn halt noch weiter. Oh nein, du bist mir immer noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Ja, jetzt kämpft er doch. Herausforderung von Galactica Retail. Okay, jetzt... Einmal mal hoffen, dass der keine Trockenheit als Fähigkeit hat. So, Vollkörper, das ist sehr schön. Kriegt Level 32. Damit hat er über 100 KP. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich falle aus dem letzten Loch. Ich muss diesen dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Ah, hallo Cynthia. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt, aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll, und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten, aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey Lucius! Wo ist dieser Schurke von Team Galactic hingerannt? Wie, sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast? Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, ach so. Diese Explosion im Großmoor? Ach, es war nichts Ernstes. Herr Marinus hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber dieses Team Galactic, sind die außer Kontrolle geraten oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen werden. Mach's gut! Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen, kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen, hast du die Worte von Anton an der Route 210 gesehen? Ja, hab ich. Ja, genau, hinter dem Café an Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen, die sich ihre Köpfe halten. Wie dem auch sei, gib den Anton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird sich das für dich lohnen. Der Geheimtrank. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald mal. Naja, dieses Illusions-Pokémon, auch Turbos genannt, ist eines meiner Lieblings-Pokémon. So,
Wir könnten jetzt direkt nach Herzhofen zurück, beziehungsweise nach Trostow zurückfliegen und von dort zur Route 210. Allerdings habe ich noch eine kleine Rechnung mit der nächsten Route offen. Weil dort gibt es auch noch eine Menge Trainer. Ach ja, jetzt haben wir wieder diese wunderschöne Routenmusik. Und wir haben Regen, das heißt, Nio ist extra stark jetzt. Der will ich kämpfen. Hier gibt es doch auch irgendwo was, oder? Ja, da schlägt er schon aus. 1, 2, 3. Hier mein Funkelstein. Okay. Wäre. Okay, die war glaube ich auch für nichts wirklich gut aus, dafür das Observer. Und eine Piercivbeere, gut, die ist jetzt gegen Vergiftung. So, hier können wir doch auch noch durch. Ein Beleber. Hier erstmal gegen den ganzen Trainer. Hallo Trainer, kannst du mit mir mithalten? Ja. Werden wir dann schon sehen, ob ich das kann. Poké Ranger Fritz, ein Venus Liebeshaller. Okay. Ist so ein bisschen riskant, wenn ich da drin bleibe, vor allem, weil ich nur mit 70%iger Wahrscheinlichkeit hier treffe, aber. Naja, natürlich. Okay, das macht mir jetzt nicht so viel aus. Triff einmal mit dem Blizzard. Dann haben wir das ganze Problem hier nicht. Das ist der Grund, warum man lieber einfach verboten ist. Okay. Wir haben ja hier gerade einen Beleber gefunden. Hypertrag.
Frosche Vincent. Und Magnetilo, wie sagt ihr hier alle Elektro-Pflanzen bekommen? Das mag ich nicht. Ich weiß schon, dass ich die ganzen Vitamine dann alle verwende. Ich habe ja später so ein Pokémon, das sich über Zuneigung entwickelt. Wie kann ich das auch nicht alles reinschieben? Wir müssen sowieso ein paar EV-Punkte nachholen im Vergleich zu seinen Kollegen dann. Solarstrahl ist dann noch so eine Ausnahme. Wir springen mal runter und dann räumen wir nachher das ganze Feld von der anderen Seite auf. Shit.
im Regen nicht wirklich viele Pluspunkte, wenn ich das mal so sagen darf. Der hat die Attacken. Ich glaube nicht, dass wir da nicht genug. Ja, wir haben da glaube ich echt nicht genug Scherben für. Und das ist hier übrigens glaube ich die einzige Möglichkeit, wie man einem Pampyro oder Panferno Vakuumwelle beibringen kann. Das geht nur mit Pokémon Platin. Mal schauen, wie weit ich in diesem Part noch komme. Ich habe ja von Koto mitbekommen, dass er in den letzten Part ein gutes Stück überzogen hat. Aber irgendwas mit 37 Minuten hat er mir gesagt. Das heißt, ich darf meinen Part jetzt auch so ungefähr so was mit dem Dreh lang machen. Ich schaue einfach, wie weit ich hier komme. Und wenn ich eine gute Stelle zum Aufhören finde, dann höre ich halt auf. Ich will möglichst die gesamte Route 212 und 211 noch machen. Bin ich denn hier mit einer Wasserdüse kaputt? Immer ein Kiste halber. Ja. Das ist sehr schön. Zuerst gekommen ist, weiß ich auch, dass wir schneller sind. Gut. Zwischen den Innenbasiswerten bei den beiden sind es auch nicht so viel Unterschied. Luxtra hat eine Innenbasis von 70, Garados hat 81. Machen die 7 Level noch einiges aus. Wahrscheinlich immer ein bisschen zu wenig Angriff. Weil
dabei bei Golini der physische Angriff sowieso der stärkere der beiden Angriffswerte ist. Was immer noch nicht allzu viel heißt. Oh, gehen die Werte auch richtig schön langsam. Golini, ja, ich möchte wechseln. Ich schmeiß einmal Pupan rein, weil bei Golini bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine Wassertypen kann. Selbst wenn es welche kann, bin ich auch nur halb so wild. Weil der Regen macht das Ganze dann wieder so. Ja, es kann sogar Aqua sein, okay. Aber gut. Trotz Regen und Schwäche und Step. Jetzt nicht unbedingt als Defensivkanone bekannt ist. Pampyro ist da ja so ein kleiner Hau drauf. Chris erreicht Level 34 und kommt damit auch auf seine 100 KP jetzt. Und theoretisch muss ich den jetzt nach vorne stellen, weil der sitzt jetzt auf Level 33. Ja, das weiß ich mit dem Fahrrad. Ich habe dann hier TN20 die Silber auf. Der das lernen kann. Ja, machen wir hier auch noch frei. Haben wir hier einen Riesenpilz? Gut, das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Die Dinger braucht man ja schließlich nie. Aber was haben wir hier? Das war, glaube ich, Schalellos, und zwar ein blaues. Das ist ein Ostmeer-Schalellos. Ich mag das Ostmeer.
Ostmeer wesentlich lieber als das Westmeer, so. Dass du irgendwas hast, was sich. Nee, das kann ich mit Upan jetzt nicht wirklich besiegen. Das ist nicht jetzt regeln. Ja, was sich der Neo da nimmt, der hat da so einen wunderschönen Knirscher. Das können wir nur brauchen. Hier ist ein Doppelkampf. Ich mag es jetzt nicht, wenn man kämpft, so dass nicht über die beiden nach vorne gehen. Ich fühle mich ein bisschen sicherer, wie die gerade vorne sind. Aber ich habe hier sowieso eine super Matchup, sehe ich gerade. Der Neo kann ganz einfach das Pompyro rausnehmen und Lipstra kann in der Zwischenzeit schon mal das Meryl verhauen. Nämlich vor allem mit einem Donner, der hier zu 100% trifft. Ich habe nicht vor, hier mit irgendwas Schutzschild einzusetzen, da brauchst du keine Offenlegung machen. Beide jetzt nicht wirklich. Okay, ich hau hier einfach nur Donner drauf, weil es eine spezielle Attacke ist. Natürlich liegt der Blizzard daneben. Das ist zwar nicht effektiv, aber es ist speziell und das tut für die Kurve trotzdem weh. Ich hab's paralysiert. Und kann nicht angreifen, das ist sehr schön. Mach eigentlich noch einen Donner. Zumindest Route 212 habe ich geschafft. Dann können wir jetzt auf Route 211. Hier sind ein paar Grafikbugs hier. Mal schauen, ob man hier hinten noch was findet. Scheint nur eine Shortcut zu sein, oder? Ah, nee. Sonnentag. Witzig, die genau nach der Route mit dem ganzen Regen zu finden. Ja. Gut, Zitrobeere. Die ist sehr brauchbar. Jetzt weiß nicht, habe ich Upan schon wieder nach vorne gesteckt? Upan und Chris vorhin, die beiden sollten. Kriegen wir da einen Doppelkampf hin? Kriegen wir. Ich mag diese Encounter-Themes
aus Pokémon Platin. Den Kampf mache ich noch mal. Jetzt müsste mit der Route eh fast durch sein. Dann fliege ich dann mal schnell nach Trostu und mache das mit den Entons. Je nachdem, wie lange der Kampf jetzt dauert. Wir haben nur zwei Pokémon. Und einmal Flammenwerfer auf Cresselia. Plaudergei, dann sollte das auch gewesen sein. Und Wuppern erreicht Level 34, das ist sehr schön. Rennen auf dieser Route können wir ja jetzt wegen Tageszeit gerade nicht machen. So. Das hat eine Menge Geld gegeben. Das sind alles Polizisten, die kämpfen alle nur nachts. Na, da haben wir glaube ich noch einen, oder? Okay. Wir sind jetzt sowieso kurz vor Herzhofen. Gehen wir noch schnell nach Trostu. Aber wir haben die Route hier wenigstens gemacht. Einmal kurz ins Pokémon Center. Hier hin. Dort lasse ich jetzt Kuto raus. Wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.